Matchsticks. Hallihallo und herzlich willkommen zu unserem Let's Play von Frostpunk. Ja, Frostpunk ist ein Spiel, das hatte ich letztes Jahr schon auf dem Schirm. Ist von 11-Bit Studios, die jungen Kerle, die auch Viz War of Mine gemacht haben. Und ich habe es aber letztes Jahr total verpasst, habe es jetzt gefunden, beziehungsweise wiederentdeckt und deshalb zocken wir das jetzt. Und bevor wir reingehen, nochmal kurz zum Spiel selber. Das Spiel selber ist oder spielt in einer Eiszeit, da die Welt von einer Eisdecke überzogen ist und wir kämpfen ums nackte Überleben und müssen eine Siedlung aufbauen, wo wir unsere eigenen Gesetze schaffen. Und wir starten da jetzt einfach mal schön rein. Den Überlebensmodus lassen wir mal aus. Schwierigkeiten lassen wir mal auf Mittel, das ist alles gut. Warte, hier können wir nochmal alles einstellen. Ne? Schwierigkeit, Bedürfnisse der Bewohner, Wirtschaft, Wetter, Gesinnung der Gesellschaft. Ja, wir erstellen nämlich unser eigenes Wirtschafts- und auch unser eigenes Wertesystem. Also wollen wir ein netter Anführer sein oder wollen wir mehr der Diktator sein? Am Ende können wir auch verbannt werden, aber schauen wir mal. Wir spielen jetzt erstmal die Kampagne zum Reinkommen. Und ich bin wirklich gespannt auf das Spiel, ob es so gut ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, und ich lasse euch jetzt mal mit dem Vorspann allein. Still, cold world. No horizon in sight. The rulers of old, stripped of pride and glory. It feels as yesterday we were turning the wheels of progress. Until the frost stopped it all. Suddenly, without a warning. When tides had changed, they changed for all of us, no matter wealth or class. We've lost our world to snow, and with it, our last traces of humanity. Those who remained came the time to adapt. We decided to leave our homes and head north. We roamed for weeks, maybe months, leaving behind all the things we once believed had made us. It was hope that pushed us forward. Slowly, step by step, we knew the cost of our journey, and we paid the price 100 times. Finally, the time has come to build the last city on Earth. Ja, die Zeit ist gekommen, die letzte Stadt auf Erden zu bauen und wir werden ihr Bürgermeister.
So. Also es handelt sich um ein klassisches Aufbaustrategiespiel mit Überlebensbestandteilen. So, ein neues Zuhause. Wir flohen aus London und überquerten das Meer, um den eisigen Norden zu erreichen. Unterwegs geriet unser Konvoi in einen Schneesturm. Wir wurden voneinander getrennt. Eine Handvoll von uns schaffte es, den Standort dieses Generators zu erreichen, aber alles hier ist eingefroren und verlassen. Warum ist hier niemand? Hat überhaupt jemand von unseren Leuten den Schneesturm überlebt? Sind noch andere da draußen? Was wir auch tun, wir sollten das Schlimmste befürchten, jetzt wo unsere Welt in Scherben liegt. Wir müssen überleben. Und in diesem Sinne haben wir hier unseren Generator. Die Kälte bekämpfen. Wir müssen den Generator zum Laufen bringen. Er versorgt andere Gebäude mit Wärme und Dampfkraft. Ohne ihn werden wir erfrieren. Lagere Kohle ein und starte den Generator. Gut, das werden wir mal machen. Hier sind Kohlevorkommen. Und wie ihr schon seht, hier gibt es verschiedene Vorkommen. Also in dem Fall, ich habe jetzt Pause gemacht. Hätten wir ein großes Kohlevorkommen. Ja, hier kann man eine Kohlemine zum Abbau von Kohle bauen. Und dann haben wir hier einmal noch Kohle herumliegen. Die können wir so abbauen, ohne Kohlemine. Dann hätten wir hier Stahltrümmer, was wir auch noch brauchen für größere Gebäude. Und natürlich Holz. Ganz wichtig. So, aber wir sollen ja erstmal Kohle abbauen. Deshalb schicken wir 15 Arbeiter hin. Und haben wir noch irgendwo Kohle? Da ist noch Kohle. Schicken wir da auch noch 15 Arbeiter hin. Und dann beginnen wir hier mal. So, jetzt machen gleich mal die Zeit ein bisschen schneller. So, genau, dass wir mit WASD die Karte bewegen können und mit Q und E drehen. Brennstoff und Arbeitskräfte. Rohstoffmanagement ist entscheidend für das Überleben der Stadt. Du brauchst Kohle, um den Generator mit Strom zu versorgen. Holz und Stahl sind für den Bau und Forschung notwendig. Dampfkerne sind ein wichtiger Bestandteil moderner Gebäude. Rohnahrung wird für die Zubereitung von Essensrationen verwendet. Später im Spiel können weitere Arten von Rohstoffen auftauchen. Die meisten Gebäude erfordern, dass Menschen dort arbeiten. Bestimmte Gebäude verwenden Ingenieure und andere nur Arbeiter. Um Personen einer Arbeit zuzuordnen, klicke auf einen Arbeitsplatz und benutze das Zuordnungsfenster. Na, das haben wir ja gerade gesehen, das haben wir auch gerade gemacht, deshalb machen wir das hier wieder zu. Wunderbar. So, hier unten haben wir die Zufriedenheit, die Unzufriedenheit und die Hoffnung. Keine Veränderungen in letzter Zeit und die Einwohner sind zufrieden. Wollen wir auch hoffen. Aber wir können schon mal ein bisschen Holz mit ein, Kohlehaufen, Holz mit einlagern. Und eigentlich auch ein bisschen Stahl. Genau. Oh, wir haben schon eingelagert. Dann stellen wir den Generator hier mal an. Temperaturen. So. Achso, die Zeitsteuerung oben links. Genau, das haben wir ja. Da können wir die Zeit schneller machen. Temperaturen innerhalb eines Gebäudes hängt von der Leistungseinstellung des Generators. Wenn sich die Gebäude in der Wärmezone befinden, der Isolierung des Gebäudes und der äußeren Bedingungen ab. Es gibt 6 Temperaturstufen. Komfortabel, lebenswert, kühl, kalt, sehr kalt, eiskalt. So, das zeige ich euch mal schnell. So sieht das dann mal in Real aus. So, er läuft. Und wir bauen jetzt mal unsere ersten Wohnhäuser. Denn die guten Leute wollen ja auch ein bisschen wohnen. So, Nahrungsmittel.
Der Generator summt mit beruhigender Wärme, aber wir sollten das nicht als selbstverständlich ansehen. Wenn der Generator ausfällt, stirbt die Stadt. Sei achtsam mit den Kohlereserven. Kümmern wir uns jetzt um Nahrungsmittel. Es wird keine Stadt geben, wenn wir verhungern. Finde einen Weg, hohe Nahrung bereitzustellen und baue ein Speisehaus, um Mahlzeiten zuzubereiten. Und dann werden wir das machen. So, erstmal mache ich die Zeit wieder auf normal. Und wir brauchen Nahrungsmittel. 20 Holz, okay. Wie viel Holz haben wir? 13. Dann können wir hier von der Kohle mal ein bisschen was abzwacken. Moment. Schicken wir nur 5 hier hin. Und 10 noch mit hier hin. Jetzt zeige ich jetzt nochmal mit der Wärmekamera oder mit der Wärme. Ja, wie ihr seht, komfortable Wärme. So, hier haben wir 15. Sehr schön. Ja, hier kommen die ersten. Achso, und die Arbeitszeit. Arbeitszeit ist immer von 7 bis 18 Uhr. Was seht ihr jetzt? Jetzt ist nämlich hier Schicht im Schacht mit Arbeitszeit. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wie wir das am dümmsten regeln mit der Jagdhütte. Wir bauen erstmal eine Straße. So, und wir haben immerhin nur noch 60 Obdachlose. Wie schön, 50. Aber wir haben leider auch kein Holz mehr zum Bauen. Von 9 Zelten. Und hier sehen wir 5, 5, 10. Und dort, wo nichts angezeigt wird, da arbeiten 15. Jetzt müssen wir hier Arbeiter rekrutieren, die arbeiten. Müssen wir hier überall mal was abziehen. Ja, der Arbeitermanagement wird hier ganz groß geschrieben. Wie man sieht, hat man hier nie irgendwie großen Überfluss. So, Jäger. Jäger verlassen die Stadt, um im Frostland nach Nahrung zu suchen. Sie arbeiten von 18 bis 6 Uhr. Zunächst bringen sie bis zu 15 Einheiten Rohnahrung von jeder Jagd mit. Erforsche Verbesserungen zur deutlichen Steigerung der Jagdausbeute. Okay, also die arbeiten nachts. Das klingt doch schon mal gut. Ja, da kommen sie auch schon. Schön warm haben sie es ja alle. Ich guck gerade, wo ich...
brauchen natürlich auch Holz. Und manage hier gerade ein bisschen um. Krankheiten und Gesundheit. Kalte Wohnungen oder Arbeitsplätze lassen Menschen krank werden. Ohne richtige Pflege können sie schwer krank werden und sterben. Die Kranken können in Sanitätsstationen behandelt werden. Die Schwerkranken brauchen jedoch ein Krankenhaus. Bis du eins bauen kann, bis du eins gebaut hast, kannst du ihr Leben retten, indem du eines von zwei Gesetzen unterschreibst. Das Gesetz radikale Behandlung erlaubt es dir, schwerkranke Menschen in medizinischen Einrichtungen zu behandeln. Aber in einigen von ihnen werden als Amputierte zurückkommen. Das Gesetz Lebenserhaltung erlaubt es dir, die Schwerkranken in Sanitätsstationen oder Pflegeheimen auf unbestimmte Zeit am Leben zu erhalten, aber unbehandelt. Okay. Das Gesetzbuch. Finde Wege, um Hunger, Krankheit und Apathie zu besiegen. Notfallschicht. Also hier können wir unsere Gesetze erlassen. Kinderarbeit, ungefährliche Kinderheime, Friedhof, Entsorgung von Leichen, radikale Behandlung, Lebenserhaltung. Okay. Die Schwerkranken werden in Sanitätsstationen behandelt. Die Hoffnung steigt leicht. 30% der Sanitätsstationen behandelten Schwerkranke werden da zu amputieren. Zack, wir erlassen ein Gesetz. Neues Gesetz. Bei unseren medizinischen Fortschritten müssen wir darauf zurückgreifen. Wenigstens retten wir Leben. Das sollte ich jetzt mal nicht so haben. Immerhin haben sie es schön warm, dank uns. So, wir ziehen jetzt hier mal die Zeit wieder ein bisschen vorwärts. Die Kranken steigen. Jetzt müsst ihr ja gleich die Schicht beginnen. Tag-Nacht-Zyklus. So. Die Stadt erwacht um ungefähr 6 Uhr. Die Leute haben etwas freie Zeit, bis die Arbeitsschicht um 8 Uhr beginnt. Es sei denn, es stehen Bauarbeiten an. Nachdem sie ihre Schicht um 8 Uhr beendet haben, haben sie wieder frei, um beim Bau zu helfen, was sie bis weit nach Mitternacht auf Trab halten kann. Du kannst die 10-Stunden-Schicht verlängern, wenn du bestimmte Gesetze unterschreibst. Wir können also Schichtzeitänderung 8 bis 18, 6 bis 20. Verlängerte Schicht und Notfallschicht. Okay. Verlängerte Notfallschicht. Wo ist hier verlängerte Schicht? Oh, neue Fähigkeit. Du kannst Arbeiter in jeder Einrichtung zwingen, die nächsten 24 Stunden zu arbeiten. Okay, wir müssen erstmal eh noch ein bisschen warten, bis wir ein neues Gesetz einführen können. So, jetzt aber mal genug mit Freizeit, ab an die Arbeit. Da gehen sie auch schon. Und los geht's. Also wir brauchen eine Krankenstation und eine Suppenküche. Was haben wir hier an Nahrung? 100. Können wir den Generator eigentlich irgendwie... Nee, können wir gar nicht runterfahren. So.
So. Na, sehr schön. Bauen wir hier erstmal ein Zelt. Und natürlich... Ah. An Kohle mangelt uns ja nicht. Wir sollten wirklich erstmal Holz rankriegen. Die Jäger sind hier lang gelaufen, genau. Ja, da kommen sie auch schon zurück. Und jetzt bauen wir unser Speisehaus. Boah, kann ich jetzt ja echt keine Siedlung mehr bauen? Das ist doch scheiße. Okay, wir brauchen erstmal wieder Holz. Arbeitskräfte. Hat man das nicht schon? Einige Gebäude, wie die Sanitätsstation oder Werkstatt, erfordern intensive geistige Arbeit. Ja, okay. Also hier sollen wir dann im Prinzip Ingenieure einsetzen. Die machen unsere Kranken wieder gesund. Jetzt haben wir erstmal wieder Holz. Na, reicht ja von der Wärme noch. Ja, genau. Ja, perfekt. Also die Schicht beginnt. Die Kohle steigt sogar auch. Das ist sehr schön. Was ist das hier oben? Dampfkerne. Ein Dampfkern. Ja, das ist richtig. Die Nahrung steigt auch. Und die Suppenküche haben wir natürlich noch nicht gebaut. Das kommt nämlich hier. Ja, ja, Nahrungsmittel und Hunger. Das Speisehaus bereitet Mahlzeiten für Einwohner zu. Aus der Einheit Rohnahrung stellt es 2 Essensrationen her. Rohnahrung wird von Jägern besorgt, in Treibhäusern produziert und manchmal von Speeren bei ihrer Erkundung gefunden. Wenn es keine Essensration gibt, beginnen Einwohner damit, Rohnahrung zu verzehren. Kein Weganschluss. Das glaube ich doch fast nicht. Hm.
Tja, da ist die Arbeitszeit zu Ende. Aber wir haben ja gelesen, die bauen ja trotzdem weiter. Und damit... Ah, hier oben. Ah. Die Temperaturen werden steigen auf Stufe 2. Sinken auf Stufe 2. Also wir nähern uns Tag 3. Leute von unserem Konvoi. Die wichtigsten Rohstoffe sind vorerst gesichert. Und wir können jetzt versuchen, die Leute zu retten, die wir zurückgelassen mussten. Baue eine Signalstation, erkunde das Frostland und rette so viele Überlebende unserer Expedition wie möglich. Du brauchst eine Werkstatt, um Baupläne für fortschrittlichere Gebäude zu entwerfen. Aha, baue eine Werkstatt, baue eine Signalstation, rette die Überlebenden der vermissten Expedition. Ja, wie ihr seht, hier ist dann auch schon Schnee auf dem Dach, weil hier unser Generator nicht ganz so weit kommt. So, haben wir ja genug, was wir bauen sollen. Und wir haben natürlich keine Rohstoffe. Schade. Ja, aber nicht schlecht. Reicht noch, der zweite Ring kann auch noch benutzt werden. Außer Betrieb. Warum außer Betrieb? Jetzt. Wird halt eng mit den Arbeitern, ne? Stahltrümmer. Obwohl, wir lassen uns mal die. Und hauen hier alles auf Holz. Ja. Und dann würde ich sagen, sieht es doch schon ganz gut aus. So, und bevor wir in den nächsten Tag starten, würde ich sagen, wir beenden die Episode hier und schauen mal, was wir dann so reisen können, um unsere Überlebenden wiederzufinden in der Expedition. Bis dahin wünsche ich euch allen was Schönes. Ciao, ciao, wenn es euch gefallen hat. Drückt doch den Abo-Knopf und lasst einen Kommi da oder irgendwas. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao, ciao.